Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Trip Report. Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder in Hannover und wir fliegen heute mit Turkish Airlines in der Economy in dem Airbus A321 nach Istanbul. 3 Stunden Economy. Wir könnten jetzt, wenn wir wollen, in die Star Alliance Lounge gehen, aber die ist im Terminal A. Und Turkish, weil es ein internationaler Flug ist, geht von Terminal B ab. Und das wäre viel zu kompliziert, jetzt rüber zu laufen. Dann müssten wir durch die SIKO und dann in die Lounge und wieder zurück, wieder durch die SIKO und dann zum Gate. Das schaffen wir nicht, haben auch nicht so Lust zu. Deswegen gehen wir jetzt direkt zum Gate, gehen durch die SIKO durch und warten mal ganz normal auf unser Boarding und freuen uns auf den Flug. Und ja, auf Istanbul. Wir sehen uns. Ja, wie immer, die Sicherheitskontrolle in der B ist irgendwie ein bisschen genauer, besonders bei mir. Ich habe ja so viel Technik dabei, dann dauert es zwar ein bisschen länger. Aber alles gut und jetzt geht's zum Gate B8. Der Flieger ist noch gar nicht da, aber eigentlich sollten wir jetzt gleich boarden. Es wurde jetzt schon aufgerufen, dass wir alle zum Gate kommen sollen. Und über eine Stunde vorher soll das Boarden, also vor Abflug soll das Boarden beginnen. Für so einen kleinen Flieger? Bin gespannt, warum. Wir fliegen nach Istanbul, weil wir eine längere Reise vorhaben. Wir fliegen nämlich zum Beispiel erstmal nach Kuala Lumpur mit einer speziellen Airline. Dann geht es weiter für uns nach Singapur und wir wollen unbedingt den längsten Flug der Welt machen. Und der geht ab Singapur nach New York. Ja, und dieser wird mit Sicherheit auch schon online sein. Einfach auf das i drücken in diesem Fall. Wir fliegen jetzt, wie gesagt, hoffentlich pünktlich ab. Wir bleiben nämlich 2 Nächte in Istanbul, haben dort das Hilton Hotel. Das zeigen wir euch am Ende des Videos übrigens auch nochmal. Alles über den Hilton-Status und wie ihr das erreichen könnt, haben wir mal ein Video drüber gemacht in unseren Travel Hacks. Läuft jetzt gerade durch. Könnt ihr mal unsere Playlist anschauen. Da haben wir noch viele weitere Videos über Meilen, Punkte, Status, Kreditkarten, alles wichtige Themen. Guckt am besten mal da vorbei. Verstaut unser Gepäck. Wir sind zufällig die Ersten, weil wir ja den Goldstatus hatten und die werden ja mit den Business Class Gästen zuerst geboardet. Ja, und jetzt sitzen wir hier in der Reihe 19. Ich hatte darauf spekuliert, in die Reihe 20 oder 21 zu kommen, denn das sind die Notausgänge, also die Plätze am Notausgang. Es gibt nämlich 2 Notausgänge hier in der A321, aber die waren leider alle schon besetzt. Kann ich jetzt nicht ändern. Jetzt sitzen wir hier in der 19 und das hat den Nachteil, dass... Also normalerweise gehen nämlich die Sitze vor einem Notausgang nicht nach hinten. Da sind also die Rückenlehne blockiert. Ist hier irgendwie nicht so bei Turkish Airlines. Wow, ich bin begeistert. Kennt ihr noch unsere Flüge mit Lufthansa, Air France, Brussels? Was nicht noch alles in europäischen Airlines und nirgendwo in der Economy gab es ein Entertainment-System. Und hier ein eigener Bildschirm, jeder einzelne Sitz hat einen eigenen Bildschirm mit einem Controller. Der Wahnsinn, das überrascht mich so total. Und es gibt auch einen ausklappbaren Tisch. Da. Beinfreiheit ist auch so okay, ich sage mal, es ist schon relativ eng hier, aber dafür, dass ich hier den Sitz zurückmachen kann und es sind übrigens 3 Stunden ungefähr bis nach Istanbul, ja, kann ich schon einigermaßen entspannen und es gibt auch hier einen Service in der Economy, da freue ich mich auch drauf und ich werde noch ein bisschen schneiden, ein bisschen lockern, ja, ein bisschen Arbeit kann man ja auch machen, ne? Ja. Ja klar, es geht auch, ich kann auch hier meinen Laptop hier auf den Tisch tun, geht wunderbar, bin mir ganz sicher.
Gibt es eigentlich eine Steckdose? Das ist jetzt noch eine andere Frage. Nein. Nein, Steckdosen gibt es leider nicht. Es gibt einen Anschluss für die Kopfhörer, wo, auf denen ich gerade sitze. Fällt mir ein. Da sind sie. Das sind die Turkish Airlines Kopfhörer, aber ich habe meine eigenen, die kann ich hier auch verwenden. Die Bose sind ja multifunktional. Gibt es ja meistens so einen Stecker dazu, den man dann quasi im Flugzeug nutzen kann. Ja, das Boarding dauert jetzt ein bisschen. Jetzt weiß ich auch warum. Angeblich eine Stunde vorher Boarding war. Gut, wir haben ein bisschen später begonnen, also jetzt brauchen wir ungefähr 40 Minuten Boarding, weil hier 176 Economy-Sitze drin sind und 12 Business Class für eine A321-Maschine eine Menge. 176 Economy-Sitze. Wow. Das dauert natürlich ein Stück deswegen. Fast auf die Schuhe.
losgerutscht. Ja, der Tisch ist nicht ganz gerade. So, mein Tisch ist jetzt voll mit einer leckeren Speise, also wie gesagt, das türkische Essen. Zwei, ich sage jetzt mal, Hackfleischbällchen mit Reis und Gemüse, ein Salat, ein Pudding, Wasser, ein Brötchen und ein Weißwein. Ja, fast 3 Stunden Economy-Flug. Ich bin begeistert. Plus Entertainment-System. Hallo? Beste europäische Airline, würde ich sagen. Okay, es ist vielleicht etwas eng hier zum Essen. Man ist also ein bisschen eingeengt. Aber so nach 2 Stunden bis nach Istanbul. Das bestens versorgt. Das Essen schmeckt. Entertainment ist gut. Ich kann also gut Filme gucken. Also ich denke, die 2 Stunden werden noch vergehen. Und dann sind wir schon in Istanbul. Hey, es gibt 3 Toiletten hinten am Ende des Flugzeuges. Ich bin ein bisschen eingedeckt. Ich sehe wahrscheinlich ein bisschen verschlafen aus, aber wie gesagt, 3 Stück sind da hinten. Das erleichtert die ganze Sache so ein bisschen, weil der Flugzeug ist ja relativ voll heute. Und ja, zur Landung wollen sie alle noch auf Toilette, ich auch. Und ja, das ist sie. Die sind gar nicht mal so klein, geräumig. Es gibt Seife, es gibt Tücher. Mehr nicht, aber mehr braucht man auch nicht. Ja, stehen sie alle. Naja, machen wir das halt auch. Dabei haben wir Glück, wir haben ein Gate. Wir müssen also nicht mit dem Bus ins Terminal rein. Das spart uns wieder eine Menge Zeit, um relativ schnell ins Hotel zu kommen, denn das ist das Ziel. Was getrunken und jetzt geht schnell zum Gepäckband, das ich noch nicht kenne. Dann hole ich unser Gepäck ab und dann geht es schnell zum Hotel. Also unser Kofferband ist 10 und die Einreise ging eigentlich, war okay, aber es war ziemlich viel los. Wir haben unsere Koffer, hat ein bisschen länger gedauert, also Istanbul, man merkt, dass es zu einem Ende kommt hier. Offensichtlich haben die Mitarbeiter nicht mehr ganz so viel Lust, also vermute ich mal, wir haben bestimmt 20 Minuten darauf warten müssen. Und dann hatten wir aber auch noch die Einreise, wir sind eine halbe Stunde jetzt hier. Jetzt heißt es aber trotzdem schnell zum Taxi, damit wir noch ins Hotel kommen. Es ist jetzt ungefähr 20 nach 6 abends. Wir wollen ja noch die Happy Hour mitnehmen. Aber echt? Sehe ich auch so. We wanna go to the Hilton Birkenkopf. Das ist nochmal ein tolles Hotel. Nagelneu, zumindest sieht es so aus. Und es ist so gut wie nichts los hier.
wir haben Glück gehabt. Also die Lounge ist noch, also zumindest die Happy Hour ist bis 8 Uhr noch. Ja, und dann können wir noch hochgehen, was essen und was trinken. Wir haben noch gar nichts groß gegessen heute. Und wir haben ein Upgrade bekommen, hat er uns schon gesagt. Ich bin gespannt, wie das Zimmer aussehen wird. Das ist übrigens die Sea View Suite. Nicht die ganz oberste Kategorie, aber ein richtig großes Upgrade, denn wir haben das günstigste Zimmer gebucht. Es hat ungefähr 80 Euro oder 70 Euro gekostet und das kostet hier bestimmt mindestens 150 bis 200, weil es ja ein großes Zimmer ist mit Blick. Das ist ja auch nochmal, das hat man meistens hier mit. Und wie hat man das geschafft? Indem wir halt einen Status haben bei Hilton. Hilton Honors ist das Programm. Haben wir mal ein Video zu gemacht, wie oft haben wir es euch schon gesagt, aber wie gesagt, guckt euch das mal an. Es ist wirklich wichtig, es bringt auch was. Ihr könnt es ja sehen, jedes Mal, wenn wir bei Hilton unterkommen, bekommen wir ein Upgrade, wir könnten in die Lounge gehen, das machen wir nämlich jetzt. Ja, ich darf nicht so viel quatschen, wir müssen hoch. Also, bis gleich. Wir haben die freie Auswahl, ich weiß gar nicht, was los ist. Wir sind die einzigen hier in dieser Lounge. Und wie modern die eingerichtet ist, ne? Wow. Das ist das Buffet hier in der Executive Lounge mit Kleinigkeiten zu essen. Wie gesagt, das ist inbegriffen in unserem, ja, durch den Status und durch das Zimmer darf man dann hier rein. Man kann es übrigens aber auch buchen. Wenn man ein Zimmer im Executive-Bereich bucht schon, dann hat man auch gleichzeitig den Lounge-Zugang dabei. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen geflasht von dieser Lounge und von diesem Hotel. Es muss ja nagelneu sein oder es ist nagelneu renoviert worden, weil es ist alles blitzblank sauber. Und okay, vielleicht liegt es auch daran, dass im Moment in der Türkei nicht ganz so viele Touristen sind. Deswegen sind die Hotels auch so super günstig. Also in dieses Hotel würde man in Deutschland oder in den USA oder teilweise auch in Asien mindestens 200 Euro die Nacht bezahlen. In diesem Standard. Und hier unter 100 Euro. Kann man sich überlegen, hier so seine Stays zu machen, denn um einen Status zu erreichen, braucht man ja entsprechend Übernachtungen oder Buchungen. Und wenn man entsprechend günstig macht, diese Buchungen, kann man schnell seinen Status erhöhen. Die ja, Frühstückszeit ist vorbei, aber es gibt immer noch ein bisschen Kaffee hier und Croissants. Wir werden den Tag einfach nutzen heute zum Arbeiten, zum Schneiden und mal gucken, was wir noch so alles machen. Hier ist übrigens noch ein Balkon in der Lounge. Da kann man über Istanbul schauen. Nur das Wetter passt jetzt gerade nicht so. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Unser Flug mit Turkish Airlines war echt klasse gestern. Der Abend war es auch. Das Hotel ist es erst recht. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Trip-Report. Bis dann. Tschüss.